Moin zusammen, weiter geht's mit Aquanox. Ich habe mir mal die Weltkarte angeschaut und man kann hier auf Auswählen klicken und dann wird hier angezeigt, da ist jetzt die Quest. Die nächste Quest hier, Kameraden, triff Salens Kontaktperson, die wäre dann hier unten, noch in diesem Gebiet. Und persönliche Feindschaft wiederum, die ist hier oben. In Mitzi, genauso wie das Heartbreak Ridge, wo man die Piraten ausschalten soll, dann würde ich sagen, da diese beiden Missionen hier oben sind und Kameraden hier unten, dann würde ich sagen, dann gehen wir zuerst mal die Mission machen mit den Kameraden. Dazu muss ich durch dieses Sprungtor in dieses Gebiet und dann komme ich hier irgendwie runter. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Mal erstmal nochmal gucken. Dass ich hier Neues mir an Bord hole. Munition, ja, knapp unter Hälfte. Torpedos, ach nee, das war das Schrapnellgeschütz, ne? Genau. Torpedos 10, Schrapnellgeschütze. Ja, hole ich nochmal ein paar dazu. Und dann würde ich sagen, schippern wir da einfach mal hin. Kameraden, die nächste Quest. Und jetzt wird mir auch das Ziel hier entsprechend angezeigt. Ich muss jetzt nicht hier oben in den Graben, sondern halt nach unten runter. Und je nachdem, wie lange das hier dauert oder wie schnell wir damit durch sind, würde ich dann sonst die Hauptquest auch noch machen. So, Hard Steuerboard und Gas. Initiiere Torsprung. So, auf nach Nimmerschlaf. Okay, hier war ich doch eben eigentlich auch, ne? Da hatte ich mich irgendwie hier vorbeigeschlichen. Aber okay, da hatte ich die Quest noch nicht. Mein Kontakt müsste hier irgendwo sein. Bisher keine Probleme. Schrapnell, gehe ich auf Torpedo. Es gleich irgendwo kommen. Ja, so viel zur Abkürzung. Muss ich hier irgendwie einmal hoch, außen rum und dann komme ich da irgendwie rüber. Okay, schade. Ich dachte, die kann ich aufschießen. Komme ich nicht durch. Okay, und hier unten ist wieder so ein Sprungtor. Ja, verzettelt.
Wegsuche zurzeit nicht möglich. So, gucken wir doch mal, wo er lang will. Drucksprünge verbraucht. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie aufmachen, wenn ich da rankomme. Administrator Sidana hat nicht gesagt, dass sie Freunde mitbringen würden. Sie sind zu meinem Schutz hier, bis ich meine Dokumente habe. Haben Sie gedacht, dass wir lügen? Dummes Mädchen. Sie haben sich kein bisschen geändert, was? Moment, diese Stimme. Kennen wir uns nicht? Wer sind Sie? Die IPF weist das Gnadengesuch zurück. Sie sind noch immer exkommuniziert. Ein Eindringling in diesen Gewässern. Hey, bitte, das wusste ich nicht. Wie lautet Ihr Name? Ich glaube, ich kenne Sie. Wir haben uns schon mal getroffen. Alle Schiffe, greifen den Feind an. Ein Hinterhalt. An alle, auf Verteidigungsposition. Bitte, noch können wir darüber reden. Haha, und das Gute ist, dadurch, dass ich quasi über diesen Seiteneingang da drin hing. Dadurch, dass ich da in diesem Seiteneingang hing, konnten die mich jetzt nicht direkt angreifen. Auf jeden Fall sind die Torpedos sehr cool. Schnell weg. Drucksprünge verbraucht. Initiiere Torsprung. Und zurück zur Tupilak. Na, das war ja eine kurze Aufgabe. Drucksprünge verbraucht. Ich kann da unterfahren, um anzudocken. Wollten die mich in eine Falle locken? Oder habe ich meine einzige Chance, nach Hause zu kommen, verspielt, weil ich ihnen nicht getraut habe? Das wäre mir das nicht wichtig. Tubilek sitzt hier zu Hause. Das ist nicht wichtig. Die Tupilak ist jetzt ihr Zuhause. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Aber ich möchte euch etwas geben, eine Belohnung für eure Hilfe, auch wenn es schief ging. Ah, cool. Schrapnell M3 freigeschaltet. Kameraden abgeschlossen. Cool, das war's mit der Nebenmission und wir haben eine neue Waffe, so wie es aussieht. Shinegun, Breaker... Schrapnell M3... Die erweiterte Schrapnell verbessert Schaden, Reichweite und weitere Statistiken der einfachen Schrapnell. Obwohl ihr Primärfeuermodus weniger Projektile abschießt, löst jedes Projektil einen größeren Schaden aus und verhindert Verbreitung. Die Waffe zählt zum Typ Shotgun. 40 Meter, nee Quatsch, 17,5 Meter, ich wollte gerade sagen, für eine Schrotflinte auf 40 Meter. Ja, 2,5 mehr und ein bisschen mehr Schaden. Hat sich doch gelohnt, diese kleine Nebenmission. So, Notizbuch und... Weil das gleich
nebenan ist und ich eh noch recht viel Zeit habe. Die Mission ist ja noch recht kurz. Dann fahren wir hier nochmal rüber. Nemos Beute. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Schrapnellkapseln, yes. Ich finde so ein bisschen, ja, komischer Vergleich, aber ein bisschen hat das Spiel auch was von Borderlands. Also da ist der Höhleneingang. Mal sehen, was... Was ist hier los? Passt auf die herabfallenden Steine auf! Seismische Aktivitäten. Das gesamte Gebiet scheint instabil zu sein. Na toll. Finden wir den Kerl und dann nichts mehr raus hier. Okay. Ja, so ein bisschen was von Borderlands, finde ich. Da gab es ja auch immer so wieder kleine Missionen, lauf hier, lauf da hin und irgendwie kam man immer wieder zu einer gewissen Hauptbasis zurück. Und so ähnlich fühlt sich das hier auch an. Nicht ganz so verrückt, aber vielleicht kommt das ja noch. Die Scanner orten etwas vor uns. Okay, das ist unser Mann. Holen wir ihn und... Piraten, wir stehen unter Beschuss. Schilde kritisch. Warte mal, hier ist doch... Ups, kaputt. Piraten, wir stehen unter Beschuss. Ups. Falsches Signal. Unser Mann ist nicht hier. Verschwinden wir von hier und suchen weiter. Oh oh, auf demselben Weg kommen wir hier nicht wieder raus. Der Eingang ist eingestürzt. Vermutlich durch einen Querschläger im Gefecht. Sehen wir uns nach einem anderen Ausweg um. Okay. Bin ich? Spieler. Ah, hier oben bin ich. Okay. Da kommt eine Sackgasse. Bin ich trotzdem neugierig. Gucke ich gerne mal rein. Schade, hätte ja sein können, dass hier noch irgendwie was drin ist. Jetzt muss ich den Kackweg da echt wieder zurücklaufen. Schrapnell 15 Meter. So, Torpedo. Na,
Na, da möchte ich jetzt eigentlich nicht durch. Die warten da draußen oder der Eingang ist vermint. Auf jeden Fall rote Punkte. Schleiche ich mich mal hier außen vorbei. Nee, das sind Minen, Tatsache. Schilde kritisch. Boah, diese Kackdinger. Okay, muss ich auf jeden Fall drauf aufpassen. Die kommen auf mich zu. Vorsichtig alles irgendwie beseitigen. So, Scheinwerfer mal aus, aber kann ich eigentlich auch anlassen. Finden und zerstören. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Hier ist ein Signal aus Port Royal. Es ist Adisa. Was ist los? Habt ihr das Schiff gefunden? Wir haben Piraten und Wracks gefunden, aber keine Spur von Nemos Beute. Sucht weiter. Unser Mann ist listig. Er ist da draußen irgendwo ganz sicher. Nicht weit von euch ist ein Außenposten. Seht nach, ob er dort gelandet ist. Nach wem suchen wir? Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Holt einfach das Objekt und bringt es her. Nee, irgendwie würde ich da gern rüber in diese rechte Kammer da neben mir. Musik zieht irgendwie an. Wie komme ich da jetzt rein? Warte mal. Da oben bin ich. Und hier rechts würde ich gern rein, da oben irgendwie. Ach, ist auch wurscht. Tschüss. Thank you.
Schild aufgeladen. Großes Schiff ist hier rechts irgendwie, laut Karte. Ist das meins oder was ist das für ein Schiff? So, rein in die gute Stube. Ihr seid es, Ishmael Squires. Ha. Sieh mal an, wie klein die Welt doch ist. Adisa sagte nicht, dass wir einen verdammten Beyonden finden würden. Hauen wir ab, Kaelin. Halt! Halt, ich tue euch nichts. Dafür sorgt schon der Alkohol. Nemo sagte, er würde mich heilen, die Stimmen aus meinem Kopf verbannen, wenn ich etwas für ihn stehlen würde. Wovon reden Sie da? Ich bin noch ich. Was ich auch für diese kranken Spinner getan habe, in meinem Kopf bin ich noch ich. Ich will raus. Ich will wie Nemo sein und mich von der Schwarmkönigin lösen. Bitte, gebt ihm das hier. Sagt ihm, dass ich es gut gemacht habe. Ich muss bald zu ihnen zurückkehren. Nemo wird mich retten oder versagen oder sich als Lügner herausstellen. Ich weiß nicht, welche Zukunft eintreten wird. Vielleicht muss ich euch sogar töten. Was wäre das für ein Ende, hä? Trinkt mit mir, bevor ihr fahrt. Die Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Es ist immer gut, in das Gesicht seines Feindes zu blicken. Ja klar, warum nicht? Ich trinke mit Ihnen. Prost! Auf die Zukunft, was immer sie bringt. Ah, haut ganz schön rein. Hier ist, was Nemo haben wollte. Aber nehmt es ja nicht aus dem Gehäuse. Uran, aus der Welt da oben. Wozu zum Teufel braucht er Uran? Er sagte als Köder. Wofür, weiß ich nicht. Geht mich auch nichts an. Leb wohl, Kryos. Wir sehen uns bald wieder. Ganz bestimmt. Okay. Der NSC wurde von unseren Sponsoren benannt. Peter Wolf. Mhm. Ihr braucht ein Schiff. Die Tranquility ist die beste Wahl hier und ich bin Pete Wolf, ihr Captain. Solange ihr zahlt, bringe ich euch überall hin. Könnt ihr zahlen? Wir haben unser eigenes Schiff. Oh, ihr habt euer eigenes Schiff, was es heutzutage nicht alles gibt. Sie flicken eine Förderkapsel notdürftig zusammen und nennen es dann ein Schiff. Und du sahst wie ein netter Kerl aus.
Okay, mehr kann man hier wohl nicht mit ihm machen. Nichts freigeschaltet. Gut, dann mal. Das gefällt mir nicht, Kaelan. Uran? Geschäfte mit Bionten? Nemo klingt wie die größte Gefahr, die wir kennen, nicht wie der Mann, der unsere Vergangenheit erklären kann. Er ist unser einziger Anhaltspunkt, Fedor. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu finden. Oha. Thomas Six zur Aquipedia zugefügt. Na toll, wie komme ich denn da jetzt durch? Meter. Ich versuche mich mal vorbeizuschleichen, so lang wie möglich. Gut, Waffensysteme offline. Nicht, dass die Dinger einfach losballern, während ich hier irgendwie noch am Fahren bin. So, da hinten kommen irgendwo zwei. Gegenstände, da ist eins. Altmetall und Munition liegt ja auch noch irgendwo. Kein Plan. Okay, dann halt nicht. Weiter im Text. Drucksprünge verbraucht. Schilde. So, da kümmere ich mich einfach mal um meinen Feuerschutz hier. Beide Waffen zu weit weg. Und das Spiel ist gecrashed. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.